Hallo und willkommen bei unserer heutigen Aufnahmesession. Zweiter Versuch bei Miscreated. Ich bin noch ein bisschen allein hier. Oh, die anderen kommen bestimmt auch gleich. Ich schmeiß schon mal hier. Ich kann kein Holz reinmachen. Okay. Tja, mal gucken, wie lange die Streichhölzer noch halten. So. Dann trinken wir noch mal was. Oh, nein, 78. Dann geben wir, jetzt machen wir etwas, das ist Premiere hier in dem Spiel. Ich gehe essen. Also zumindest für die Staffel. Ah, super. Das war verstrahlt. Das war ein Satz mit User X. Joined your channel. Und? Das war wohl nix. Ja, ja, es läuft. Ich kann nur nicht versprechen, wie lang. So, ich habe gerade mal gegessen und getrunken. Ich habe nur das Pech, dass ich habe was aus der das MRE, was ich aus dem Airdrop geholt habe, habe ich gegessen. Das war verstrahlt. Muss das ist super. Nicht, ja, das ist jetzt bin ich ein leuchtendes Vorbild. Nee, vor allen Dingen, es kommt aus dem Airdrop, ne? Ja, ja, eben. Sollte man ja eigentlich annehmen, dass das clean ist, was aus dem Airdrop kommt, ne? Das heißt, am besten ist so gar kein MRE. Genau. Wahrscheinlich. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal noch gar nicht gemacht. Irgendwas, wir hatten, glaube ich, auch nur einen einzigen Airdrop geholt, ne? Okay, geht nicht auf. Und der war, glaube ich, da haben wir, glaube ich, nichts draus gegessen, oder? Keine Ahnung, also ich hatte ja, ich war ja nicht am Airdrop. Get Painting Map. Okay, hat irgendjemand irgendwas fallen lassen. Doch, ich meine, wir haben in der letzten Staffel auch mal einen Airdrop geholt. Ja, ihr. Ich glaube, Alea und du. Ah, okay, du warst da nicht dabei. Ich laufe jetzt quasi Richtung Homie, da weil ich sowieso gleich sterbe. Du bist ein Homie? Homie. Hey, Homie. Wieso stirbst du? Weil ich kein Wasser mehr habe. Ja, die Wasserproduktion läuft, ne? Ja, ja, aber... Hab noch 14. Ja, mein nur. Also, super viel Wasser ist noch nicht produziert, aber vielleicht reicht's ja. Ich würde es ja zumindest aber mal versuchen. Bei... Also Julian hat jetzt mal zurückgegeben, da steht 7 Tage. Und 7 Köpfe? Das Geld zurückkriegt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Auch. Aber wir haben das geschrieben, so dass man alle 10 Minuten aus dem Server runter genau. Abstürzt und solche Sachen. Ja. Ja, ja, genau. Vernünftig begründen. Und da es kein Support gibt, scheinbar keinen Support mehr gibt, würden wir es gerne zurückgeben. Genau. Ja, weil es ja auch noch Vollpreis verkauft wird. Es ist ja nicht so, als ob man jetzt eine preisliche Reduzierung gekriegt hat oder so, ne? Ja. Das ist halt der springende Punkt. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, das stand beim Kauf schon, ne, dass es keinen Support mehr gibt. Ne, dann hätte man, kann man argumentieren. Oder wenn man sagt so, ja, dafür hat es ja auch nur 5 Euro gekostet oder so, ne? Dann kann man auch noch sagen, ja, okay, bist selbst schuld, ne? Aber unter den Umständen, finde ich, kann man da schon argumentieren und vielleicht auch Glück haben. So. User joined your channel. Na, ihr beiden. Hallo. Na, Udo. Also im Moment läuft es. Ja, momentan läuft's. Ich habe noch mal im Server was umgestellt. Mhm. Momentan läuft's. Lass uns mal überraschen.
Lass dich überraschen. Deine Mädels gar nicht da, oder was? Doch, die Carina, die müsste jetzt gleich kommen und die Alea sitzt noch beim Essen und ja, wie immer. Man muss ja seine Prioritäten setzen. Wie gesagt, mal gucken, ob er die Kohle jetzt zurückkriegt. Aber die haben es auf jeden Fall geschrieben. Was? Julian hat, wir haben es versucht, das Spiel zurückzugeben. Ja, kannst du bei Steam. Ja, ja, aber nur wenn du unter zwei Stunden bist oder zwei Stunden bist. Und es kürzer als zwei Wochen hast. Ja, innerhalb von einer Woche kannst du das Spiel zurückgeben. Und sonst ja. Nicht. Sonst machen sie bei Steam nicht. Ja, aber er hat es ja schon länger. Ja, dann kann er es vergessen. Ja, sie haben aber geschrieben, dass das dass es quasi bearbeitet wird und in zwei Wochen da ist. 7 Tage. Mal gucken, was passiert. Ja, kann immer noch die Ablehnung kommen, ne? Also. Ja, ja, deswegen sage ich ja. Aber versuchen würde ich es auch. Kann ja nicht mehr als. Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir bitten alle Ronny da nach den 25 Euro und dann ist das Thema durch. Dann hat er das Spiel bezahlt und ein Thema hat sie erledigt. Ach so, okay. Ja. Ja, weil ich bin ein reicher Mensch und ich kann mir das leisten, ne? Nee, weil du wolltest das ja unbedingt mal spielen. Nein, das ist nicht korrekt. Es ist dazu gewählt worden, dass wir es spielen. Und wir hatten nach der letzten Staffel versprochen, der damals noch relativ große Community, die das also auch gespielt hat und auch uns sehr stark unterstützt und begleitet hat, muss man auch sagen, ne? Haben wir versprochen, wir kommen wieder. Und wir haben damit das Versprechen eingelöst, was wir gegeben haben. Ach so. Nur, dass das alles so scheiße läuft. Mal gucken, wie lange der Server jetzt läuft. Ja, ich auch. Bin auch gespannt. Weil du, Julian, es versucht hast, das Spiel wegzugeben. Ja, wollte ich auch erst, aber das... Wie gesagt, innerhalb von einer Woche nimmt Steam das zurück. Ja gut, wenn du es aber vielleicht richtig begründest, warum du es zurückgibst, hast du vielleicht die Chance, es zurückzugeben. Genau. Begründung wäre, macht das Spiel wäre, keinen Spaß. Es läuft nicht sauber und... Also das ist deine persönliche Meinung, dass es dir keinen Spaß macht, weil es dir zu schwer ist. Aber ist ja, weil letztendlich ja es offensichtlich technisch ja Schwierigkeiten gibt und es gibt ja keinen Ansprechpartner mehr, ne? Also der da einen weiterhelfen kann. Ja. Genau, und die Begründung haben wir halt angegeben. Achso. Ja. Drücken wir mal die Daumen, dass es klappt. Ja, wenn es klappt, ist super, wenn nicht, ist halt Pech gehabt, ne? Ja. Ich finde es eher schade, dass wir es aufgrund mangelnder Zuschauer abbrechen werden. Also ach, ich stehe. Finde ich eher schade, weil ich wette, das würde dir noch Spaß machen, das Spiel. Sobald die Produktion läuft. Was für eine Produktion? Wasser- und Essenproduktion. Achso. Wasserproduktion läuft ja schon. Tut weh? Was tut weh? Auch meine Frau hat sich mal wieder gestoßen an ihrem eigenen Schreibtisch. Aua. Na, da darfst du nix. Ich habe ihr auch unten so ein Schiebebrett eingebaut, ne? Ja. Hat sie sich jedes Mal das Knie dran gestoßen. Dann hat sie gesagt, das will sie nicht mehr haben. Ja gut, dann habe ich es ausgebaut. Ey, man knallt die mit dem Knie oben gegen die Platte, Alter. Oh. Muss mal still sitzen beim Zocken. Ja, aber ja, ich drücke mal wieder auf Pause. Hallo? Ey. Wie fühlst du dich jetzt angesprochen? Irgendwie schon. Ich habe noch andere Leute im Raum sitzen.
Ja, das weiß ich ja nicht. Wie weißt du nicht? Und heute im Bus wurde es wieder bis hin. Lauter. Raum. Ich weiß nicht, wer bei ihm im Raum sitzt. Wieso weißt du sowas nicht? Ja, der Julian ja wahrscheinlich oder die Melina. Richtig. Ja, aber warum? Ja, weißt welche du das denn jetzt nicht? Von beiden? Aber beide. Die haben aber auch abgestimmt jetzt. Julian, ja, hab ich gelesen. Hab ich gelesen. So, Ja, ich muss noch. Dann geht auch schnell, wenn man noch mal muss. Ja, echt. Lass es laufen, ne? Ja. Nee. Also. Also zum Anfang ist es schön mollig und warm. Aber dann wird es arschkalt. Ja, auf Dauer ist es nicht schön, wenn er so an einen runterläuft. Definitiv nicht. Auf Dauer ist es nicht schön. Lass uns das nicht schön reden. Ne? Manche stehen drauf. Es gibt manche stehen drauf. Ja, das ist wohl so, aber. Also übrigens nur mal als Erklärung, wenn ich heute auf Toilette gehe, braucht ihr euch nicht wundern, wenn ich was länger brauche, weil ich habe noch die Tanzsachen an. Sprich, ich habe den Body noch an. Der hat keine Knöpfe. Du, wo ist das Problem? Alea? Ziehst du den Body? Das Problem auch nicht. Nee, mal ganz so gefragt. Mal einfach Interesse halber. Ziehst du ihn ganz runter oder? Muss ich. Oh, jetzt, das ist eine Männerfrage. Jetzt kommt eine Männerfrage. Hast du da hast du eine Hose vorangezogen und dann den Body oder erst den Body und dann die Hose? Wie ich tanze immer in Strumpfhose, darüber den Body, der wie gesagt keine Knöpfe hat. Ja, das ist schade. Und dann das, darüber habe ich einbauen unten. Darf ich nicht? Nee, darf er nicht, weil wenn die ja einen Flipflop machen, also einen Überschlag machen, ja, würde man das ja sehen. Und das eben. Das dürfen nur die Kleinen, weil die es ja nicht so lange halten müssen und deswegen das immer schnell gehen müssen. Muss. Aber wir Großen dürfen das nicht mehr. Gut. Wäre die Strumpfhose nicht da, bräuchte es den Body nicht runterziehen. Das wird trotzdem was eng. Ich verstehe, was du meinst, aber es wird trotzdem was eng, weil der sehr eng sitzt und sehr komisch geschnitten ist. Das ist ja nicht wie ein Badeanzug. Aber ich weiß, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, darf man als Mann auch mal fragen, ne? Ja, also besonders, muss man ja auch wenn man sagen. Das ja nicht kennt, weil bei euch gibt es so Karneval, von daher. Ja, nee, ist vollkommen okay, das darf man fragen. Finde ich auch. Also es war ja einfach nur eine Frage, ob sie da eine Hose anzieht oder so und dann den Body anzieht oder erst den Body und dann die Hose. Ja, weil wenn erst der Body, dann kannst du ihn nämlich untenrum wegnehmen. Ja. Und dann kannst du laufen lassen. Ja, okay. Ja, die Dinger sind auch da hochgeschnitten, aber davon abgesehen. Aber sie wusste wenigstens, was ich meine. Ja. Ja, bei einem Badeanzug geht das, weil der ja dehnbar ist und die Bodies sind nicht so dehnbar. Ja, stimmt. Ja, also. Aber das kann man doch dehnbar machen. Das machst du nicht lange, Dirk. Und vor allem leiern die schnell aus unten. Ich habe ein Repair-Kit für Teflon-Items gefunden. Das heißt also, falls jemand eine Weste hat, ne, eine Kevlar-Weste, hallo Zombie, magst du mal gehen? Damit reparieren können. Server, oh ja, die hatte ich mal, aber die ist mir irgendwann angekommen, als ich gestorben bin. Weil ich so alles Schönes gefunden habe mal. Ah, Sonnenbrille. Ich muss haben. Was fehlt da eigentlich bei dem, Alter, ich habe voll den Akkus-Zombie. Die blaue Tonne fehlt fürs Wasser. Ich glaube, mein Tisch ist dreckig, weil meine Maus funktioniert nicht richtig. Ah. Maus anheben. Ich glaube, meine Maus ist dreckig. Maus sauber machen und weiter machen. Ah, witzig. Ich glaube, meine Maus ist dreckig. Ja, ich habe hier genäht, deswegen kann sein, dass noch irgendwelche Fäden da drunter kleben. Was hast du gemäht? Genäht. Ich habe meine Corsage genäht, weil... Finde ich, klingt eher noch befremdender. Weil da die Schulterklappen rankommen mussten. Warum finde ich das befremdend? Keine Ahnung. Ey, hörst du wohl auf, mich durch die Fenster, die zu ist, zu treffen? Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Wenn ich weitermache, bin ich gleich mit Wasser wieder bei 100%. Echt? Ja, 39 habe ich schon wieder. Von 19. Ja, ich sag ja, wenn du einmal zwei Produktionsdinger da hast, ne? Die einzigen Produktionsdinger, die ich habe, sind die... Boden. Oh Gott. Oder Kakteen, nennt man den. Den Hoden? Ich weiß dann mal, in welche Richtung ich auch komme. Den Hoden. Das war so random.
Ja, das war, das war doch ein typischer Dirk, oder? Ja. Ja, wobei man muss ja sagen, die Hoden sind ja schon Produktionsdinger. Ja, sag ich doch. Ja, aber das sowas zu bringen, da kommt echt nur Dirk drauf. Wer auch immer ankommt, da ist ein Zombie. Ich sehe. Keine Ahnung, ich bin hier mitten in der Wüste, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Guck jetzt mal, ob ich den und LKW Map wieder doch reparieren kann. Aber ich sehe mich leider nicht auf dem Map. 4 habe ich. Okay, 4 habe ich. Was den. Was fehlt denn im rosanen LKW? Na komm her. Was haben wir da rausgenommen? Ach, der Kalbi. Keilriemen hast du rausgenommen? Der Keilriemen, den hat man aus dem LKW rausgenommen. Ja. Ja, ich dachte, ich hätte noch einen hier, aber. Nee, ich habe leider auch keinen mit. Also wir haben jetzt 9 Eisenbarren haben wir schon produziert. Sehr schön. Es läuft. Mhm. Wohin? In die Hose. Das weiß ich noch nicht, aber wenn du Pech hast, in die Hose, ja. Das, aber nur wenn du Pech hast. So, was habe ich denn noch gefunden hier? Ich habe noch einen Gaskanister gefunden. Also falls wir merken, dass die Produktion jetzt noch nicht reicht, dann können wir sie nochmal vergrößern. Und ich habe nochmal Nägel gefunden. Die brauchen wir ja für das erste Pflanzbeet. Nägeln zum Nageln, ja. Und ich habe inzwischen 9 Racks. Also von daher, falls das irgendjemandem weiterhilft. Nur zur Info. Frecke gerade. Rechts von mir ist eine Stadt, links von mir ist gar nichts. Nee, nicht runterfallen. Warum geht die Tür hier nicht? Ah, jetzt geht sie zu. Bum, bum. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen muss, aber ist egal. Einfach, aufs nächste beste Straßenschild gucken und sagen, wo du bist, und dann kann ich dir weiterhelfen. Ja, ich bin mitten in der Wüste. Das kann ich dir erzählen. Ich habe hier keine Ortschaft. Ja, du musst halt bis zur nächsten Ortschaft laufen. Ich gehe. Umso weniger Wasser verbrauche ich. Ich habe den Wasserverbrauch übrigens da unten korrigiert. Das übrigens jetzt auch an der Stelle gesagt. Ja, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Wasserverbrauch sowohl beim Laufen als auch beim Gehen ist jetzt der gleiche wie der also der Essensverbrauch. Der ist sonst etwas doppelt so stark. Also du verbrauchst nochmal doppelt so viel Wasser wie Lebensmittel. Jetzt ist es gleich. Aha. Also schon deutlich. Habt ihr euch das schon mal angeguckt bei YouTube? Was denn? Wenn hier mit Scum, wenn die Horde kommt. Ja, ich habe mir das Entwicklervideo hatte ich mir angeguckt. Ich habe gestern mal bei YouTube reingeschaut. Hat einer natürlich das mal vorgestellt, wenn die Horde kommt. Das sind über 20 Zombies, die auf dich zugerannt kommen. Das ist eine Horde. Eine Horde, ja. Deswegen haben sie ja den Flammenwerfer in die ins Spiel aufgenommen, damit du halt eine effektive Waffe hast gegen größere Gruppen. Und du kannst einfach reinflammen, ne? Taukarten haben wir nicht mehr. Und der hat das einfach nur mal so erklärt, wie, ne? Sobald ein Zombie kommt und er fängt an zu schreien, kommen die anderen auch um die Ecken ran. Ja, ist wie bei mir zu Hause. Ja, ich glaube weniger, dass du Zombies hast zu Hause. Nee, ja. Aber so was Ähnliches. Achso. Ich habe Glitzer auf der Brille. Wow. Ja, ich finde immer noch Glitzer in meinen Haaren von Freitag. Ist wieder weg. Stopp! Ja, ist wieder weg. Sind wir stehen geblieben. Schön, ich muss jetzt respawnen, dann kann ich wieder alles neu haben. Ja, ist wieder 10 Minuten um. Ja, dann ja. Wird das ja wieder heute toll.
finde, wenn man so in Abschnitten spielt, ist das echt... Ich finde es entspannend, so zwischendurch mal ein nettes Pläuchen zu halten. Genau. Finde ich gar nicht mal unschlecht. Ja. Ich spiele noch den Speckläger, wa? So, der Server läuft wieder, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da, wir sind wieder hier und haben Fuß auf dem Klavier. Dann fahren wir noch ein bisschen Autorennen. Das ist das Problem. Ja, können wir gerne machen, ja. Wenn der Team jetzt überhaupt nicht mehr will. Ja, der will ja immer, aber nur 10 Minuten. Ja, eben. Ja, und du willst öffnen. Eigentlich ist er wie jedermann. Jetzt sagt er, ich will aber öfter und kann nicht. Ja. What? Wieso hab ich denn jetzt 1% Strahlung? Vielleicht hast du was Verstrahltes gegessen? Ne, eben nicht. Oder es regnet gerade, oder? Nö, sternklarer Himmel. Wir sind wieder in der Strahlung reingekommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo hier eine Strahlung ist. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Ich renne wie doof hier durch die Wüste, da hinten sind Autos. Das ist cool. ganz einfach. Da, wo ich bin, da ist immer Strahlung. Weil ich bin so strahlend schön. Strahlend schön, ja. Strahlend schön doof, oder was? Ja, nee, ich finde... Wie war das? Wie ging das nochmal? Das Blöde ist halt... Ich hatte eben AK gefunden, jetzt ist er bestimmt wieder weg. Ich habe Aspirin gefunden. Es ist ein Bogen da. Anstatt ja, klar, mit jedem Neustart würfelt der wieder die Items neu durch. Ich habe schon gesagt, dass mich das ankostet. Also? 3000 Mal. Da hast du gerade was Tolles gefunden, weißt du? Aber vielleicht finde ich ja jetzt einen Keilriemen. Dann könnte ich quasi den... Ecker wieder klar machen hier. Keilring. Der Bullenwagen hier an dem Rastparkplatz hat einen Keilring. Aber ich weiß ja nicht, wo ich bin. Bei Oh, hier ist ein Taxi. Taxi besitzt eine Karte, eine Map. Nee. Also wenn du in der Nähe von der Area 51 bist, da gibt's Strahlung, ne? 50 was? Area 51. Kann ich dir nicht erzählen, wo ich bin. Ich sag's dir. Es stehen drei Autos. Ein Polizeiwagen auf dem Parkplatz und zwei Autos auf der Straße. Und hier gibt's auch einen Bunker. Und der Polizeiwagen besitzt Benzin und vier Reifen und eine komische Mütze. Mütze packe ich mal ein, weil die kommen. Kann man die Mütze nicht benutzen, ne? HK-Repair-Kit gerade gefunden. Oh, ich bin zu schwer. Nee, noch einmal weiter. Ah, ich habe einen kleinen Speer. Was ist das für Geräusche? Das willst du gar nicht wissen. Das war eben sonst Katze. Musst du mal pissen. Was sagst du denn da? All five? Ja, die ist um 5 Uhr immer high, deswegen high five, weißt du? Ja, mit diesem schlauen Spruch endlich mal die Folge. Bis dann, tschüss.